Hey, ich bin Shaui, willkommen zurück aus dem Fotolabor und willkommen zurück zu Martha is Dead. Jetzt wollen wir nochmal Fotos entwickeln, die wir geschossen haben. Einfach aus Interesse, ob da noch irgendwie was drauf zu sehen ist. Wir hatten das Geistfoto gemacht. Wir hatten das Foto mit den Fässern, wo wir den Hinweis mit dem Licht hatten. Und da will ich auf jeden Fall nochmal gucken, weil da stand hinter, man muss hinter das Licht blicken. Also möglicherweise ist es ein Hinweis, dass wir irgendwo hinter dem Licht etwas gucken müssen. Und sie meinte ja, wenn man sich das Bild anguckt, dass es vielleicht irgendwas mit Religion zu tun hat. Also vielleicht gibt es irgendwo ein Bild, wo was Religiöses drauf ist, wo wir dahinter irgendwie was finden. Vielleicht ja sogar den Schlüssel zu unserem alten Zimmer, wer weiß. Also ich glaube, es gibt viele Geheimnisse in diesem Spiel. Und jetzt müssen wir mal gucken, dieses Foto entwickeln wir erstmal. Genau, Frame Preview. Weil das sind auf jeden Fall die Fotos, die so Merkmale hatten, die man fotografieren sollte, um die Story voranzutreiben. Deswegen machen wir das jetzt. Auch das Entwickeln. Es müsste irgendwie Modus geben, einfach alle Fotos zu entwickeln. Ich meine, es ist ja jetzt nicht wirklich spielerisch anspruchsvoll, hier auf ein Quicktime-Event zu warten, das jetzt nicht wirklich ein Quicktime-Event ist. Sagt nichts dazu. Okay, wir legen es erstmal ins Album. Und was mich halt auch noch extrem wundert, ich bin mir ziemlich sicher, dass Martha und Julia 1926 geboren sind, aber auf der Sterbeurkunde 1923 stand. Das kann doch kein Zufall sein. Da ist irgendwas komisch. Ich glaube auch nicht, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Also ich glaube, dass wir hier noch ziemlich überrascht werden. Was die Story angeht. Ist so mein Gefühl. So, diesen Helm entwickeln wir auch nochmal. Oh, stopp. Stopp. Doch, das Foto wollte ich entwickeln. Dieses Foto entwickeln. Okay. Zack. Und scharf. Und Feuer. Ich mag ja die Musik irgendwie, die hier im Fotolabor ist. Sehr entspannt. Ja, wir entwickeln einfach Fotos zusammen. Das ist doch... Tja. Ja gut. Ein SS-Helm, ne? Ins Album legen. Sie sagt da auch nichts mehr zu. Gut. Da wir hier jetzt alles gemacht haben, brauchen wir auf jeden Fall noch... Was noch fehlt, sind... Blitzglühbirnen. Ich weiß, dass es die oben gab. Ich weiß aber nicht, ob wir hier hoch ins Haus kommen. Da ist nämlich die Tür wieder zu. Und da kommen wir auch nicht rein. Das Haus ist erstmal zu. Das heißt, wir müssen mein persönliches Objekt finden. Karte ansehen. Der Geliebte. Das Fahrrad. Aber was ist mein persönliches Objekt? Da gibt es noch woanders hier Informationen. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Genau, ist mir auch aufgefallen in der Szene, wo wir das Fahrrad tatsächlich versucht haben zu benutzen, war hier das Tor auf und wir hätten dahin radeln können. Also möglicherweise hätten wir noch einiges... Aha, ach die Insel, die weiße Dame, mein persönliches Objekt. Ah, und dann müssen wir auf die Insel, wahrscheinlich mit dem Boot. Ja, ja, jetzt verstehe ich, was wir tun müssen. Okay, verstanden, verstanden. Dann werden wir das mal für diese Folge vorsehen. Ach, ist das hell. So, ich glaube, hier rechts müssen wir runter. Sollte der schnellste Weg in den Wald sein. Oder? Warte mal. Hier runter? Ging hier nicht ein Weg runter? Oder da vorne? Hier ging es in den Wald. Also wir müssen zum See. Das Foto vom Verstorbenen, vom Geliebten haben wir ja. Okay. Ich denke mal hier dieser Hauptweg, den müssen wir gehen. Ich gucke nochmal. Eher den linken Weg. Ich
Ich frage mich, ob diese Ansprache von der Mutter, die uns ja quasi verstoßen hat, ob das wirklich passiert ist oder ob wir das uns auch nur eingebildet haben. Ich gucke gerade mal. Karte. Karte. Okay. Linker Weg. Ach ja, hier ist wieder der Helm. Der kleine Fluss. Wo hat er denn seinen Ursprung und wo fließt der her? Ach so, der ist hier einfach mit dem See verbunden. Und fließt auch bei uns hierher. Nice. Eigentlich irgendwas an diesem heiligen Schrein? Huch! Ein Blatt. Ein Blatt im Wind. Hauptsache, wir sehen die weiße Dame hier nicht mehr. So, müssten gleich da sein. Wo geht's denn da lang? Links? Ich glaube, das war dieser Weg, wo unser Freund lag. Als Rache packt das unterdrückte Volk den Schlechter an der Kehle. Adolf Hitler. Kommunistische Partei Italiens. Vergeltung für Lapo. Vergeltung für Lapo, sage ich doch. War dieser Seitenweg einfach nur dafür. Aber warum sind die Partisanen dann zu uns? Und haben unsere Tiere abgeschlachtet? Was können denn die Tiere dafür? Ja gut, sie kann auch nichts dafür. Na mal sehen. Also, persönlicher Gegenstand. Was ist da lang? Das ist ja auch witzig hier, diese Löcher und so. Was hier wohl mal war? Ach so, wahrscheinlich auch so eine Laterne. So, okay, da ist was. Was ist da? Kleider. Unsere Kleider. Ich beginne zu glauben, dass die weiße Frau nicht nur eine Legende ist. Und das macht mir ein wenig Angst. Es ist seit ein paar Tagen hier, an einem Ort, der sowohl mir als auch ihr gehört. Okay. Ich glaube, dann können wir zur Insel fahren, ne? Ist das der Baum? Da ist aber auch ein Haus da oben. Sieht man das hier? Oder ist die Insel? Ist das die Insel? Ich glaube, das ist die Insel. Ja, steigen wir einfach mal drauf. Ohne alle notwendigen Elemente ist es sinnlos, zur Insel zu gehen. Warte mal, was? Oder muss ich die Klamotten durchsuchen? Ach so, ich muss die Schere benutzen. Die Schere meiner Mutter. Wie kann ich mir denn die Haare abschneiden? Ich hab doch alles. Ohne alle notwendigen Elemente ist es sinnlos, zur Insel zu gehen. Okay. Was fehlt denn noch? Der Geliebte. Mein persönliches Objekt, die Schere, Tarotkarte. Lies das Tagebuch. Es muss... Haben wir das falsche Grab fotografiert? Müssen wir da nochmal hin? Okay. Dann machen wir das. Vielleicht müssen wir noch eine andere Stelle fotografieren. Ich dachte, das hätten wir jetzt erledigt, das Foto von dem Geliebten. Okay, ich laufe. Ich renne. Ich renne so schnell ich kann.
Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja. Das Nachladen ist manchmal echt schwierig hier. Gruselig. War dieser Nebel gerade auch schon da? Guck mal, wir hätten noch den Weg hier links nehmen können. Diesen hier. Da müssten wir auch zum Friedhof kommen. Einmal rum. Kann man hier vielleicht noch her? Ja, fast da. Ich latsche einfach durchs Nirgendwo. Das müsste noch gleich da sein. Genau vor uns. Genau hier hinter. Da sind die Kreuze. Nein! Ich hänge im Spiel fest. Ich hänge fest. Das darf jetzt nicht wahr sein. Ich hänge im Gebüsch fest. Ach, verdammt. Ah. Können wir nichts anderes machen als laden. Also das ist echt... ist echt ein bisschen buggy hier. Ich hoffe, wir haben einen guten Save Point. Und wir landen jetzt nicht wieder in der, nee, wir haben nur noch der Geliebte. Okay. Ja, dann müssen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Also... meine lieben Kinder, immer auf dem Weg bleiben, ne? Nicht vom Weg abkommen. Wir haben es ja schon bei Rotkäppchen gelernt. Das endet nur böse. Da bleibst du in einem Zweig hängen und dann war's das. Kommst du da nicht mehr weg. Deswegen immer schön auf dem Weg bleiben. Bin gespannt jetzt auch, dass man gleich, auch gleich das Flugzeug hört. Oder ob das zufällig ist. Zumindest ruckelt's hier. Aber allen Anschein nach war es ein zufälliges Geräusch. Wir bleiben jetzt auch einfach auf dem Hauptweg. Ich habe jetzt keinen Bock auf Abkürzungen. So. Die nächste rechts. Müssten wir eigentlich von hier schon sehen. Da ist auch so eine Art... ist das der Friedhof vielleicht schon? Da ist zumindest so eine Art Ruine. Aber es ist der Friedhof. Okay. Ein Kreuz. Wenn ich das trage, sollte ich in der Lage sein, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Mit diesem Objekt sollte sie mich hören können. Davon bin ich überzeugt. Mein Kleid. Das könnte das Element sein, das meine Welt mit der Welt der weißen Frau verbindet. Ziel aktualisiert. Gut. Dann rudern wir mal dahin, ne? Boah, ist das neblig hier. Das ist jetzt der alternative Weg hier. Ey, hier wäre jetzt echt die Abkürzung. Kann ich auch machen. Das geht. So, und dann? Darunter? Komme ich nur zum Fluss. Also müssen wir doch hier am SS-Helm vorbei. So, warten Waldspaziergang. Aber jetzt habe ich es auch.
Ich schwöre, das passiert nicht normal. Und ich bleibe auch nicht am Stock hängen. Vielleicht stolper ich noch über einen. Genießen wir einfach diesen Wald. Das Vogelgezwitscher ist ja echt schön. Auf jeden Fall haben wir schon eine Runde gejoggt hier am Morgen. Also fit sind wir. Haben vielleicht nur die falschen Schuhe dafür an. So, gleich haben wir es geschafft. Es verwirrt mich so, dass ich nicht springen kann. Die ganze Zeit den Duckjump machen, dass wir schneller sind. Aber wir können auch hier runter springen. Können wir nicht. Okay, hier runter? Auch nicht. Wirkt es schon heller? Ein bisschen wackelig. Ist nur nicht ins Wasser fallen. Es. Können wir selber hinfahren? Können wir selber hinfahren? Kann man natürlich auch irgendwo anders hinfahren. Ne? Also das Spiel lässt einem schon ziemlich viele Möglichkeiten, die Welt auch zu erkunden. Aber ich will gerade echt wissen, wie die Story weitergeht. Es ist definitiv... Das kleine Boot ist der ganze Stolz von Nannys Ehemann. Er hat mich vor Jahren zum Fischen mitgenommen. Ich verstehe nicht, dass Mama es Martha und mir nie erlaubt hat, es zu benutzen. Wo muss ich denn anlegen? Ach da. Ja, jetzt geht's automatisch. So, weiße Frau. Jetzt bist du hoffentlich auch wach hier. Ist ja süß, dass die hier so, dass es hier so einen kleinen Stein, also so einen kleinen Steg gibt. Der Baum wirkt wirklich bedrohlich. Weiße Frau. Wow. Okay. Guck mal, ob es noch was anderes gibt. Das ist wirklich eine Mini-Insel hier. Dass hier tatsächlich ein Baum drauf wächst. Der Legende zufolge ist das der Baum, an dem der Geliebte gehängt wurde. Ja. Okay. Was soll ich denn tun? Mein Haar abschneiden? Die Schere meiner Mutter. Wo kann ich denn das Ritual jetzt machen? Nur mal gucken. Der Geist, der war, weht den See. Nanny hat mir die Geschichte immer von einer Schlammkarte ansehen. Ach, da vorne. Okay. Ich muss da... Da leuchtet doch was, oder? Ah. Was war das? Eine Filmrolle? Den Film, den ich rausgenommen habe. Eine Filmrolle. Es ist die, die ich aus der Kamera genommen habe, kurz bevor ich Marthas Leiche entdeckt habe. Sie sollte Aufnahmen von vor diesem Zeitpunkt haben. Oha. Mit etwas Glück hat eine der Aufnahmen den Moment von Marthas Ermordung festgehalten. Dann werde ich endlich eine Antwort haben. War es wirklich Mama? Ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln, aber jetzt ist es an der Zeit, mit der weißen Frau zu sprechen. Der Film im Kleid. Das Kreuz, okay. Ich werde das Kreuz ihres Geliebten tragen, um sie anzulocken.
das cool gemacht. Eine Haarlocke von mir, um in ihre Welt einzutreten. Ich werde die Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Die ersten 10 werden wie bei Nanny verwendet. Sobald 2 Karten ausgewählt wurden, sollte es losgehen. Sehr mystisch alles. Du verbirgst dich in den Wäldern, um dich mir zu nähern. Du wirst eins mit dem Wasser, um auf dich aufmerksam zu machen. Du willst mit mir Kontakt aufnehmen, indem du die Energie der Symbole nutzt. Du nutzt meinen Schmerz, um mich zu rufen. Du bist ganz schön mutig. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, das ich nicht besitze, nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß, wie das Wasser, wie die Luft. Ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich mich für 2 Karten entscheiden. Los geht's. Ich wähle die Mitte. Der Hierophant. Und nochmal die Mitte. Die Hohepriesterin. Die Tochter, das Haus, die Mutter. Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter, macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Um den Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Das Licht wieder. Okay, und jetzt eine weitere Karte. Dann nehme ich die. Der Turm. Und die. Der Wagen. Du hast keine Kontrolle über dich selbst. Es gibt eine dunkle Gestalt in dir. Die Wunden nähren sie. Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Sie wird deine Wünsche, deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Okay, das klingt ja schon irgendwie so ein bisschen, als ob ich doch vielleicht schizophren bin und meine Schwester ermordet habe. Vielleicht meine Schwester auch gar nicht meine Zwillingsschwester. Und es ist überhaupt gar keine Verwechslung, weil ja ihr Todesdatum 1923, also ihr Geburtsdatum 1923 war und nicht 26, vielleicht bilde ich mir ein, meine Schwester zu sein. Und sie war vielleicht auch stumm und so, aber vielleicht war es gar keine Verwechslung oder so. Okay, mal sehen. Der Gehängte. Und... Oh, doch. Der Narr. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Du bist allein und du wirst allein bleiben. Die Erinnerungen lassen dich im Stich.
Sie sind deine einzigen wahren Gefährten. Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Was ja auch noch wichtig ist, die Mutter hat ja gesagt, sie wurde unfruchtbar und es ist ihre Schuld. Also die zweite, die Geburt quasi von Julia. Aber warum ist das so schlimm? Sie hat ja dann zwei Töchter und warum hasst sie so? Und da sind wir eine Stieftochter vielleicht. Dass der Vater die mit in die Ehe gebracht hat und sie die deswegen so... Ich weiß es nicht. Der Mond. Ich kann nur rätseln. Es könnte so viel sein. Und ich bin mir sicher, ich werde das Ende nicht verstehen. Der Mond und der Teufel. Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben. Und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube schwankt, der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter und das Zuhause für ihre Kinder. Der Glaube ist das Licht. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht. Denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit gefangen. Also vielleicht sollten wir nochmal in die Kirche gehen? Auf jeden Fall scheint das Licht ja was Religiöses zu sein oder irgendwie damit in Verbindung zu stehen. Was ist das denn? Keine Übersetzung mehr? Der Stern. Ich spüre, dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Versuche niemals, durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Der Mond. Sie hat uns an der Kette reingezogen. Vielleicht wollte sie nun die Kette haben. Ich kann nicht auftauchen. Kann ich nicht auftauchen? Ein Flugzeug. Scheinbar kann ich hier ewig die Luft anhalten. Der Steg. Ein Steg. Der Baum. Zum Licht fliegen. Ich muss zum Licht, nicht in die Dunkelheit.
das? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Da ist unsere Schwester. Hat sie sich vielleicht erhängt? Wir hatten ihr das Erhängen im Wasser. Hat sie sich selbst ermordet? Ein Schlüssel. What? Der Schlüssel für ihre Schatulle. Das Gespräch mit der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Was wird sich darin befinden? Ein Brief. 16. Juli. Liebe Schwester, ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe, und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Doch selbst. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren, also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Lebe wohl, Martha. Warum dieser ganze Wahnsinn, Martha? Was hast du noch von mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Was ist denn das? Hier gibt es nichts. Da gibt es nichts? Also hat sie sich doch selber umgebracht, aber zumindest würde das erklären, warum die Mutter sie so hasst, weil sie dafür schuld ist, dass die Lieblingstochter... Hallo Julia. Taub ist. Ich weiß, dass das absurd ist, aber das bin ich und das ist meine Stimme. Wir sind auch in diesem Sinne gleich. Es ist wirklich offensichtlich. Ich habe im Grunde genommen immer gesprochen und du warst meine Stimme. Ich werde meine Bestimmung finden. Also möchte ich nicht, dass es noch mehr Geheimnisse zwischen uns gibt. Oh, jetzt müssen wir es zurück. Ich muss dir sagen, dass ich bin schwanger, Julia. Ich bin schwanger mit Blapos Baby. Wir haben miteinander geschlafen und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt? Wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? Das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Du hast mich gestern gefragt, ob wir früh morgens zusammen an den See gehen. Du, die Schlafmütze. Früh am Morgen.
Ich habe dich gebeten, mit mir das Bett zu tauschen, so wie wir es immer als kleine Mädchen gemacht haben. Ich bin in der Morgendämmerung aufgestanden und habe dich nicht aufgeweckt. Ich habe eines deiner Kleider angezogen. Ja, wir müssen das machen, was sie sagt. Ich habe eine Karte an Mama geschrieben, in der ich ihr mitteilte, dass du schwanger bist, nicht ich. Und dass ich sie am See treffen möchte. Ich habe die Karte auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer gelegt. Oh. Oben. Sie schlafen noch. Dann überkam mich der Wunsch, mit dir zu sprechen. Und ich erinnerte mich an den Rekorder in der Dunkelkammer. Ruckelte hier, wenn man die Räume verlässt, ist schon hart. Ich werde allein zum See gehen, mich wie du verhalten. Ich werde ihr alles sagen, wozu du nie den Mut hattest. Ich werde deine Stimme sein. Ich weiß, wie sehr sie dich über die Jahre hat leiden lassen. Im Gegensatz zu dir erinnere ich mich an all das Böse, das sie dir angetan hat. Und es ist meine Schuld. Schwester, nimm meinen Platz ein. Du wirst ein besseres Leben führen. Und ich werde in Frieden ruhen können. Weil ich weiß, dass ich zumindest versucht habe, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich gehe jetzt. Meine letzte Erinnerung wird die Vorstellung sein, wie du friedlich schläfst. Ich glaube, es ist doch auch merkwürdig, dass sie ihre dieselbe Stimme hat, oder? Das ergibt doch keinen Sinn. Hallo, Julia. Ich war verärgert, unglaublich verärgert. Am 16. Juli, an diesem verfluchten Tag, hat Martha mich nicht aufgeweckt. Ach so, wir müssen jetzt das andere Kleid anziehen, weil wir sind hier. Wir sind ja jetzt, das ist jetzt wieder in der Vergangenheit. Wir haben nur in ihrem Bett geschlafen. Warte mal, war da was? Im Schreibtisch? Nee. Es war spät. Martha hatte mich nicht aufgeweckt, obwohl es abgemacht war. Und ich habe wie immer verschlafen. Der 16. Martha war nicht da und wir wollten zusammen an den See gehen. Sie hat sogar ihr Bett gemacht, was ungewöhnlich war. Ich dachte, Mama wäre früh aufgestanden, trotz ihrer Medizin, und hatte sie gebeten, ihr bei etwas zu helfen. Ich mag diese Erzählart jetzt, wie quasi Vergangenheit erzählt wird. In meinem Kleiderschrank fehlte ein Kleid. Ich beschloss, einfach rauszugehen und die Fotos selbst zu machen, ohne dass Martha dabei ist. Oh, wir müssen unbedingt noch telefonieren. Wir haben ja ein paar Nummern noch vor uns. Schlafen die Eltern eigentlich noch? Würde mich jetzt mal interessieren. Tatsächlich. Hier liegt die Karte nicht. Mama ist schon wach. Der Papa pennt noch. Der Papa.
dir ein bisschen langsam ist. Okay. Oh, ach Gott. Ist das denn wirklich so schwer, wenn man Räume verlässt? Muss da wirklich so viel nachgeladen werden? Naja, aber wie gesagt, ich spiele ja noch eine Vorabversion. Mama ist nicht hier. Ich kann nur da raus. Es war ein nebliger Morgen, obwohl es nicht mehr dämmerte. Das war ein unheilvolles Zeichen. Und den Rest kennen wir ja. Meine Mutter hatte ihre geliebte Martha mit ihren eigenen Händen getötet. Ich hatte damals ihren Platz eingenommen und ihre Zuneigung an mich gerissen. Das hätte sie mir nie verziehen. Ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Wieso denn jetzt meine eigene Mutter? Ach so, quasi indirekt hat die Mutter sie getötet. Weil sie sie nicht geliebt hat und sie quasi vorgespielt hat, taub zu sein, um die Liebe der Mutter zu kriegen. Aber es ist doch alles absurd, oder? Ich suchte nach einer von Vaters Pistolen, um mich zu verteidigen. Was war ich doch für ein dummes kleines Mädchen. Trotz allem musste diese Filmrolle noch entwickelt werden. Und wenn die Aufnahmen nicht beweisen würden, dass sie schuldig ist, müsste ich mich auch noch auf die Suche nach Beweisen für Marthas Schwangerschaft machen. Ah, jetzt sind wir wieder im Jetzt. Okay. Warte mal. Neues Kapitel, der Friedhof. 6 Tage nach Marthas Tod, 20 Uhr. Okay, also wir haben ein neues... Ich bin schon wieder am Weg... Ein Tagebucheintrag. Und auch die Tarotkarten können wir lesen. 21. Juli. Lapo ist tot. Sie schossen mir in den Rücken, als ich seine Leiche entdeckte. Ich dachte, dass ich den Tiefpunkt erreicht hätte. Das sind seelenlose, leere Tage. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Die Grenze zwischen Realität und Traum wird für mich immer undeutlicher. Ich dachte viel über ihre Worte nach, aber sie haben meine Vermutungen nicht bestätigt. Sie gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht werde ich ja alles verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich habe viel über ihre Worte nachgedacht, aber sie brachten keine Klarheit in Bezug auf meine Vermutungen. Sie klingelten immer wieder in meinem Kopf. Vielleicht werde ich es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass es Mama war, die Martha getötet hat, als sie dachte, dass sie ich wäre. Noch vor einer Woche hätte mir das alles als unmöglich erscheinen müssen. Ich muss nur den Beweis finden, damit sie für das, was sie getan hat, büßen kann. Also hat sie es, die Hochstaplerin, hat sie es rausgefunden? Ich verstehe das gerade nicht, den Zusammenhang. Aber vielleicht... klären die Fotos ein bisschen auf. Okay, mal sehen, was der Tag so bringt. Und nochmal und nochmal. Oh, das reicht, Weissagung. Was nehme ich denn heute? Ich glaube, ich wähle mal die hier. Der Narr. Ich darf mich nicht darum kümmern, was die Leute denken. Okay, dann nehme die. Der Teufel. Sonst wird mich die Angst davon abhalten, mich der Situation zu stellen. Und dann nehmen wir noch... Ach, warum nicht die? Der Turm. Es wird sehr schwer sein, sich von einem Nervenzusammenbruch zu erholen. Noch eine? Der Tod. Das Schicksal ist unausweichlich. Das Ende wartet auf uns. Nur eine Weissagung pro Tag.
Das Rad des Schicksals. Okay, ich muss diesen Film entwickeln. Fast 5 deutsche Elite-Divisionen stehen den Truppen der 8. Armee gegenüber. Einheiten einer indischen Division überquerten auf einer breiten Front den Fluss Peser und rückten 2 Kilometer südlich von Montelungo vor. In der Zwischenzeit haben die neuseeländischen Einheiten ihre Stellungen, die von San Michele bis La Romola verlaufen, verstärkt. In der Nähe von La Romola wurde die Michelangeleske Villa der Familie E., in der sich General K. aufhielt, von der Artillerie bombardiert. Glücklicherweise waren der General und seine Familie zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Haus. Und wieder einmal war La Romola der Schauplatz einer anschaulichen Grausamkeit. Ein Bauernhof wurde gestürmt und die Tiere wurden gestohlen und getötet. Niemand hat die Verantwortung für diesen weiteren Akt des sinnlosen Vandalismus übernommen. Aber am Tatort wurde ein antideutsches Propagandaflugblatt gefunden. Das ist die Zivilisation, die unsere Kameraden uns schmackhaft machen wollen. Wenn es draußen nicht zu sonnig ist, funktioniert der 200 ISO-Film gut. 400 ISO-Film. Er kommt bei der Aufnahme von Wolken und in Innenräumen voll zur Geltung. Okay. Neuer Brief. General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten. Okay, hatten wir schon. Wir können allerdings, glaube ich, jetzt das Telefon mal benutzen. Was steht da? Okay, 6, 9, 7, 8. Versuchen wir einfach mal alle. Nicht übersetzt. Informationen verlangen, auflegen. Hallo, ich hatte gehofft zu erfahren, ob es bei den Ermittlungen zum Mord an Julia K. irgendwelche Fortschritte gibt. Warten Sie bitte einen Moment, wer ist da? Vorgeben, Martha zu sein, vorgeben, Mutter zu sein. Mutter. Ich bin Irene K., die Mutter von Julia K. Verzeihen Sie mich, ich habe Ihre Stimme nicht erkannt. Da habe ich keine bedeutenden Neuigkeiten. Wir verfolgen eine Verdächtige, von denen wir annehmen, dass sie mit dem Jungen zusammen waren, der in den Wäldern vor ihrem Haus getötet wurde. Sie scheinen noch etwas anderes zu planen, aber vermutlich fragen sie hierzu lieber ihren Gatten. Verabschieden, aufläden. Danke, auf Wiederhören. Bisschen doof, dass die Sprachausgabe fehlt. Okay, warte mal, wir hatten doch noch eine Nummer. Die Zeitung können wir noch mal lesen. Eine seltsame Notiz. Geht zum Friedhof. Ich muss Marthas Leiche auf dem Friedhof untersuchen. Mein Zimmer, finden Sie den Schlüssel. Nummer 6934. 6934. Versuchen wir das mal. Du hast diese Nummer angerufen. Verdammt, dann muss Lapo tot sein. Ruhe in Frieden, stolzer Kamerad. Ja, Lapo ist tot. Ich bin Ju... Nein, nein, nicht reden. Wir müssen nicht wissen, wer du bist. Wenn du diese Nummer anrufst, bedeutet das, dass Lapo möchte, dass du seine Arbeit erledigst. Ein Telefonkabel in der Nähe des Hauses des deutschen Generals Erich K. muss gekappt werden. Eines führt zum Haus, aber es gibt noch ein weiteres Kabel, von dem wir vermuten, dass es mit einer geheimen Basis verbunden ist. Und genau das muss abgeschnitten werden. Wenn du deutsche Fahrzeuge in der Nähe siehst, gib uns sofort Bescheid. Wir werden unter dieser Rufnummer nicht mehr erreichbar sein. Sie kann nur einmalig verwendet werden. Der Telegraph sollte sicherer sein.
Frequenz X, telegrafiere vor der Nachricht, die Stadt brennt, um dich zu identifizieren. Lang lebe das Vaterland! Lang lebe die Befreiung! Soll ich das Kabel sabotieren und zum Spion werden? Ich weiß nicht. Mein Vater ist Deutscher. Ich würde ihn damit verraten. Obwohl er selbst den Krieg hasst. Aber was ist mit Lapo passiert? Und diese Typen? Wenn ich das Leben von jemandem retten kann, sollte ich es vielleicht versuchen. Oder vielleicht kann ich mit Papa darüber reden. Er kann mir bestimmt einen Rat geben, was ich tun soll. Ich habe von all dem überhaupt keine Ahnung. Was hast du dir dabei gedacht, Lapo? Den Partisanen helfen, Papa den Plan verraten. Zum Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Habe ich. Okay, die Kommunikationsleitung. Wir haben noch mehr Nummern. Was haben wir noch? Doktor. 6593. Nicht vorgeben, jemand anders zu sein, vorgeben, die Mutter zu sein. Hallo, hier ist Julia K. Warten Sie bitte einen Moment. Doktor, es ist dieses seltsame Mädchen, die Tochter von Irene. Hallo, Julia? Ja. Ja, ich bin es, Doktor. Ich bin es, Julia. Entschuldigen Sie, dass ich... Keine Sorge, Julia. Sie müssen sich nicht schämen. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Schmerzen in der Brust? Aber wir können doch nicht reden. Gut, schlecht. Schlecht. Es geht mir nicht gut, Doktor. Aber nicht wegen meiner Brust. Sie machen eine schwere Zeit durch, Julia. Aber bitte machen Sie sich keine Sorgen. Es wird bald jemand vorbeikommen, um Ihnen zu helfen. Zustimmen, auflegen. Danke, Doktor. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Warum hat er sich denn jetzt gar nicht gefragt, dass wir reden können? Don Attilo, 6938. Wer ist denn der Don? Der Priester, ne? Die Anstalt. Welche Anstalt? Hier ist Don Attilio. Um Hilfe bitten, Lapo. Vater, du musst Gerechtigkeit für Lapo erreichen. Du weißt, dass es nicht wirklich er war, der Martha getötet hat. Ich weiß, dass es nicht Lapo war. Und Ihr Vater weiß das auch, glauben Sie mir. Aber ich kann nichts tun. Wir leben in finsteren Zeiten, mein Liebes. Komm schnell zu mir und wir werden darüber sprechen. Okay, was haben wir noch Schönes? Die Anstalt. Ist das eine 0? 0782. Was denn für eine Anstalt? Warum haben wir eine Nummer von einer Anstalt hier? Warum sollte ich die Anstalt anrufen? Mama war vor einigen Jahren dort und ich wüsste nicht, was ich fragen sollte. Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, warum die Nummer noch immer hier ist. Aber erstmal wählen, ne? Okay, ihre Mutter war da. Rathaus 6922. Was soll ich im Rathaus fragen? Anscheinend noch nichts, ne? Okay, was haben wir denn noch? Rathaus, Kurzwarengeschäft, 6987.
Deutsches Kommando und Friedhof. Hallo, Maria am Apparat. Wie kann ich helfen? Vorgeben, Mutter zu sein. Vorgeben, Mutters Freundin zu sein. Ja, Mutter. Hallo, Maria. Hier ist Irene K. Was ist das? Ein schlechter Scherz? Ich kenne Irene sehr gut und Sie sind definitiv nicht Irene. Ja. Ja. Sollen wir es nochmal versuchen? 6981. 6987. Ach ja, die gute alte Wählscheibe. Wer ist noch mit Wählscheibe aufgewachsen? Ich bin es. Ich habe die Nummer bereits angerufen. Wozu sollte ich nochmal dort anrufen? Wir haben es verkackt. Okay, deutsches Kommando 11. 8-5. Mal sehen, was wir da machen können. Ich habe keinen Grund, Papas Kommando anzurufen. Okay. Letzter Weg, Friedhof, und dann entwickeln wir den Film. 6-5-3-7. Vielleicht müssen wir wissen, wo Martha liegt. 5, 3, 7. Ich habe keinen Grund, den Friedhof anzurufen. Wer ist da? Vorgeben, Mutter sein, nicht vorgeben, jemand anders zu sein. Hallo, hier ist Julia K., die Tochter von Erich K. Ja und? Was zum Teufel wollen Sie von mir? Ist ja nett. Ruhig bleiben, zornig sein. Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur wissen, ob ich heute oder morgen vorbeikommen kann. Natürlich nicht. Suchen Sie nicht mehr nach mir. Hören Sie auf, mich zu nerven. Was heißt denn hier? Ich muss verrückt geworden sein. Ich glaube nicht eine Sekunde, dass Mama es zulassen würde, dass er sie so behandelt. Der reine Wahnsinn. Okay, warum war er denn so sauer? In den Briefkasten. Schönen Tag noch. Okay. Noch ein Beileidstelegramm? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? Wir lesen erstmal Zeitung. Sie haben Post. Angriff auf Hitler. Ach, guck die mal hier. Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division britisches 13. Korps Tavernelle. Die 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Bombenangriffe. Der Stern. Bombenangriffe. Ach, ist der letzte Tag. Die Schäden, die durch die Bombardierung in unserer Region entstanden sind, nehmen weiter zu. Nach der Katastrophe von Poggibonsi sind Trümmer und Stromausfälle an der Tagesordnung. Una lira. Attentat auf Hitler. Nach einem Anschlag, der von einer Gruppe von Verrätern ausgeführt wurde, lauten Hitlers Worte: Da ich überlebt habe, sehe ich mehr denn je die Notwendigkeit, meine Arbeit fortzusetzen. Sabotage der Telefonleitungen in La Romola. Telefonkabel wurden durchtrennt und damit die allgemeine Sicherheit gefährdet. Jede Beschädigung der Informationsdienstanlagen wird mit dem Tod bestraft. Okay, dann sollten wir uns das vielleicht nochmal überlegen, ob wir hier das Kabel durchtrennen, ne? Mal sehen, was für ein Telegramm wir haben. Ach, guck mal hier. Poster. Liebe Frau Irene K., nach Ihrem Anruf haben wir ein Telegramm von Dr. D. erhalten. Ihre Anfrage wurde angenommen. Sobald die Polizeistation die Genehmigung erteilt, werden wir das Mädchen abholen lassen. Oha. In der Zwischenzeit bitten wir Sie, dem Rat des behandelnden Arztes zu folgen, damit das Mädchen keine extremen Maßnahmen ergreift, wie Sie es befürchtet haben. Ich danke Ihnen für Ihre großzügige und wohltätige Spende an unsere Einrichtung, Direktor S., Psychiatrisches Krankenhaus Volterra, Telefon 0782. Jetzt, wo sie alles rausgefunden hat, will sie mich in eine Anstalt einweisen lassen.
Oder vielleicht noch schlimmer, sie möchte mich töten und alle glauben lassen, dass es Selbstmord war. Sie bereitet alles minutiös vor. Ziel aktualisiert. Vielleicht können wir jetzt in der Anstalt anrufen. Oh, warte mal. Und sagen, dass das doch nicht abgeholt werden soll. 0782, wir versuchen es mal. Und wir geben uns als Mutter aus. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra, wie kann ich helfen? Informationen verlangen, auflegen, Informationen. Hallo, wir haben vor kurzem die Aufnahme von Julia K. beantragt. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist, die Anfrage zu widerrufen. Es tut mir leid, aber die Anfrage wurde von der Gemeinde gestellt, in der Sie wohnen, gnädige Frau. Ein eventueller Widerruf der Anfrage muss von dort kommen. Nur Sie können entscheiden, ob Sie der Rücknahme zustimmen oder nicht. Haben Sie schon das Telegramm erhalten, das bestätigt, dass wir die Anfrage angenommen haben? Ja oder lügen? Nein, ich habe kein Telegramm erhalten. Dann müssen Sie sich beeilen. Wenn Sie zum Rathaus gehen und das Problem mit Ihnen besprechen, können Sie die Aufhebung genehmigen. Danke. Auf Wiederhören, gnädige Frau. Ah, deswegen können wir beim Rathaus anrufen. Versuchen wir das mal. Keine Musik, bitte. 6922. Das ist wahrscheinlich dieselbe Anstalt wie The Town of Light. Kann sogar gut sein, dass wir da, dass Julia da drin genannt wurde oder so. Hallo, Sie sind mit dem Empfang des Rathauses von San Casciano verbunden. Wen möchten Sie sprechen? Mit dem Bürgermeister sprechen, Frage zur Aufnahme stellen. Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags im Krankenhaus von Volterra. Bitte bleiben Sie am Apparat, gnädige Frau. Ja, hallo? Informationen verlangen. Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags meiner Tochter Julia K. im Krankenhaus Volterra. Ja, gnädige Frau, das Krankenhaus hat vor kurzem bestätigt, dass es für die Aufnahme eigenes Personal zu Ihnen nach Hause schicken wird. Die Angelegenheit liegt nun nicht mehr in unserer Hand. Verabschieden, auflegen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Also wir werden abgeholt. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wir entwickeln jetzt diesen Scheißfilm. Oh, die jetzt Mutter in die Dunkelkammer? Nicht, wenn sie in der Nähe ist. Ich muss mich so weit wie möglich von ihr fernhalten. Ich könnte stattdessen auf den Friedhof gehen, um herauszufinden, ob Martha tatsächlich schwanger war. Ziel aktualisiert, okay. Ich würde sagen, das machen wir mit dem Fahrrad, oder? Wahrscheinlich ist der Friedhof in die Richtung. Wenn ich nochmal auf die Karte gucke. Warte mal, was ist die Kommunikationsleitung? Das Fahrrad. Oh, ist die Karte ruckelig auch. Das muss der Friedhof sein. Ist das gut möglich, oder? Ziele. Das Telefon, deutsches Kommando und Don Attilo haben wir noch. Entwickle das Foto. Schnell die Leitung durch. Geh zum Friedhof. Kann ich mir aber nicht anzeigen lassen. Ha, okay. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da fliegen schon wieder Flieger. Schade. Ich dachte, wir könnten den Film entwickeln. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das große Geheimnis erst ganz am Ende gelüftet wird. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.